Hallo Freunde und willkommen zu Let's Test Hearthstone, das Solo-Abenteuer Naxxramas, der erste Flügel. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es los. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich dachte, ich mache es mit euch zusammen. Ich habe nur einmal auf Normal geklickt und Wählen gedrückt und damit hat sich dann dieser Schlüssel hier geöffnet. Der Archanidenviertel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich schau mal, was ist, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ah, da gibt es schon mal neue Karten. Okay. Die Todesröcheln. Ruft zwei spektrale Spinnen herbei. Boah, für zwei Mana. Cool. Diener mit Kampfschrei kosten zwei mehr. Todesröcheln. Ruft einen Neruba herbei. Was? Und für zwei Mana? Ja, okay, klar, weil es zum Schweigen gebracht werden kann. Und ein neues legendäres. Maexna. Vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Ah, cool. Das sind also die Karten, die man gewinnen kann. Dann werden wir den Schlüssel doch mal benutzen und das erste Viertel öffnen. Ui. Ah, okay. Ich denke mal, die letzte Truhe wird wohl... Genau, die letzte Truhe wird das legendäre... Die legendäre Karte sein. Dann haben wir das Nerubische Ei. Zweimal, cool. Okay, alles zweimal. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit... ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Ja, fangen wir mit Anubrekan an. Schauen wir mal, was der so drauf hat, würde ich sagen, oder? So, ich spiele mit meinem Murloc-Kartendeck. Man kann zum Glück die Kartendecks selber aussuchen. Deswegen, also ich denke mal, ich werde das Murloc-Deck nehmen. Ich habe meine anderen jetzt erstmal alle gelöscht. Ansonsten, wenn es wirklich nicht klappen sollte und es eng wird, nehme ich mein Priester-Deck. Weil damit habe ich auch schon 180 Siege im gewerteten Modus gewonnen. Normalerweise habe ich dieses Deck, aber irgendwie, seitdem ich Jaraxxus drin habe, ist dieses Deck hier nicht so toll. Also da ist das Murloc-Deck wirklich... Wir versuchen das Ganze mal. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, ne? Ich bin schon richtig aufgeregt, weil die ersten... Sagen wir mal, die ersten NPCs waren ja recht leicht. Uldan gegen Anubrekan. Willkommen. Was? Jetzt muss ich erstmal schauen. Okay, also ich will. Ich würde mal gerne wissen, was der gleich hier für eine Fähigkeit hat. Die kommen natürlich schon mal weg. Die sind noch ein bisschen zu groß. Ah, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Schauen wir mal. Bestimmt eine Spinne herbei, oder? Beschwört einen Neruba. 3-1. Boah, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Hier kann man bestimmt irgendwas... Ach, das war schon. Mehr kann er nicht. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir schon mal den Murloc. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Spott! Todesröcheln, euer Gegner legt einen... Was? Euer Gegner legt einen Diener aus seinem Deck auf das Schlacht... Was? What the hell? 2-8? Boah, jetzt geht's los hier langsam. Jetzt kriege ich also... Hallo? So, jetzt müssen wir erstmal schauen hier, weil... ich mach das jetzt mal. So, den natürlich nicht, weil sonst tötet... Worte. Verdammt. Was? Das ist eine Magierkarte. Verdammt. Okay, also jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, jetzt werde ich den hier nehmen, weil da müssten wir 6... Nein, verdammt, haben wir nicht. Lack auf. Egal. Ist egal, er ist tot. Wir kriegen jetzt einen Diener aus unserem Schlachtfeld und es ist ein Blutwichtel. Okay, wunderschön. So, schauen wir mal. Schon wieder so ein. Alter Schwede, was geht denn mit dir ab, Junge? Das ist sehr gut, dass er den gespielt hat, weil wir können unseren Morlocks jetzt doppelt geben und jetzt können wir ihn natürlich wieder töten. Schauen wir, was wir jetzt kriegen. Ja. So, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus für uns. Oh, nö. Ah, verdammt. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. So, welcher von unseren Dienern wird denn auf jeden Fall sterben? Die beiden würden sterben, ne? Der soll aber noch mal ein bisschen überleben. 2 Schaden machen, ne? Dann würde ich sagen, so, zack. Jetzt können wir einen Murloc vernichten, wenn wir es wollten. Müssten wir aber gar nicht. Ja, okay. Können die platzen? Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Oh, verdammt. Den müssen wir auf jeden Fall töten, sonst können wir Jaraxxus nicht spielen. Oh je, oh je. Ah, verdammt. Da hat er jetzt aber einen guten Zug gemacht, muss ich ja ehrlich sagen, ne?
machen das jetzt trotzdem. Was ist das hier? Lasst einen zufälligen befreundeten Diener auf eure Hand zu. Das bringt dir jetzt nichts mehr. Und noch den Spott. Den machen wir mal so. Muss ich einen Morlock vernichten? Ja, muss ich. Dann lassen wir das auf jeden Fall und machen wir. Warum Ansturm? Todesröchung. Fügt eurem Helden 3. Kommt näher, ihr kleinen Leckerbissen. Oh, ja, wir haben gewonnen, würde ich sagen. Ja, wir haben gewonnen. Das ist sehr schön. Das ist sehr cool. Vernichten. Aber ist auf jeden Fall sehr nice Karten, muss ich sagen. Coole Karten haben die da. Wir haben jetzt zweimal Todesröchung, ruft zwei spektrale Spinnen herbei. Ich würde mal sagen, die sind auf jeden Fall gut. Für zwei Mana waren das, glaube ich, oder ein Mana? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir die... Nee, Moment, welche haben wir? Achso, das ist die mit Kampfschreikosten. Die sind bestimmt richtig nice. Wenn die sterben... Ja, es ist ja noch die Sache, ne? Man muss sie ja nicht angreifen. Das ist nämlich das Problem. Erst wenn sie sterben, dann... Okay. Zerlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Ja, die werden wir aber stören. Ich würde jetzt gerne mal sehen. Da gibt's auch schon. Ja, cool. Stellt zu Beginn eures Zuges das volle Leben dieses Dieners wieder her. Achso, das heißt, man müsste es theoretisch immer wieder auf den ersten Schlag töten. Spott, Todesröcheln, fügt einen Diener einen Schaden. Okay. Spott, Todesröcheln, ruft einen Schleim 1-2 mit Spott halber. Wie geil ist das denn? Kampfschrei, im nächsten Zug kosten Zauber für euren Gegner 5 mehr. Oha, das ist hart. Todesröcheln, euer Gegner zieht eine Karte. Okay. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeit gewählt werden. Das ist wirklich sehr fies, weil man kann ihn dann nicht töten. Wäre aber nice gewesen, wenn der hier 5 und vielleicht 6 Mana gekostet hätte wegen Priester. Die würden sich dann noch mehr ärgern. Spott, Todesröcheln, euer Gegner legt einen Diener aus seinem Deck. Das ist aber richtig geil. Der kostet nur 3 Mana und hat 8 Leben. Ne? Also das ist schon echt der Hammer. Die Todesröcheln-Effekte eurer Diener werden zweimal ausgelöst. Den finde ich richtig, richtig nice. Das habe ich schon gesehen in der Vorschau. Also da bin ich echt gespannt. Oh, es gibt 5 Viertel. Okay. Enthält jedes Mal +1/+1, wenn ihr einen Diener mit Todesröcheln herbeiruft. Genau, das war's. Also ich finde ja, die sollten mal als neuen Player DK machen. Ich weiß nicht, ist das... Mal kurz. Nee. Todesritter gibt's noch. Nee, Quatsch. Das war unter Solo-Abenteuer, ne? Also, die normalen hier. Genau, üben. Nee, kein... Von vor. Aber wer weiß, vielleicht können wir bald... Ach, heroisch gibt's auch dann. Okay, wir gehen mal hier weiter. Wir wollten uns nochmal die letzten ansehen. Todesröcheln. Todesröcheln stellt beim feindlichen Helden 5 Leben wieder her. Hä, warum? Stellt beim feindlichen Helden 5 Leben wieder her. Okay, der ist ein bisschen dumm, finde ich. Weil, okay, ein Mana, 2-3, finde ich trotzdem ein bisschen krass. Okay, 4. Kampfschrei bringt euren anderen Diener zum... Bringt eure anderen Diener zu. Was hat das für einen Sinn? Vielleicht ihn hier. Das könnte sein, wenn man da wirklich nur mit diesen Todesröcheln-Karten spielt. So, ruft Thaddeus herbei, wenn Stalag in diesem Duell bereits gestorben ist. Stalag? Wahrscheinlich ist das irgendein Monster. So, beschwört am Ende des Zuges eine Ex... Dieners. Was? Das ist ja mal der Hammer. Das ist... Den finde ich geil. Beschwört am Ende des Zuges eine exakte Kopie dieses Dieners. Aber warum Kampfschrei dann? Das verstehe ich nicht, warum Kampfschrei. Verstohlenheit. Erhält zu Beginn eures Zuges... Oh, der ist auch fies. Der ist richtig fies. Weil der ist Verstohlenheit.
Und ein legendäres ruft am Ende jedes... Ach, das ist Kel'Thuzad. Okay, Kel'Thuzad. Ruft am Ende jedes Zuges alle befreundeten Diener herbei, die in diesem Zug gestorben. Ruft am Ende des Zuges, jedes Zuges, alle befreundeten Diener herbei, die in diesem Zug... Krass. Das ist mal ein richtig Hammer, legendär. So, feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein. Was? Ach, in der Hand eures Gegners. Okay, oh Gott, ich dachte schon. Gut, dass wir mit Morlock spielen, also da hätten wir ja echt ein Problem, glaube ich. Oh, hammerhart. Ein Geschoss ab. Okay, also wahrscheinlich dann irgendwie mit einem Schaden oder so. Ich hoffe natürlich zufällig. Oh, eine Witwe. Also ich bin vergeben. Oh, du, ach, eine Witwe. Ach, die wird mir gehören. Okay, wir können nichts. Wir lassen uns so. Wir spielen als erstes den Wichtel. Muss das sein? Bringt eure. Er hält jedes Mal plus ein, wenn ihr Diener mit Todes. Nee, das ist nicht schön. Das gefällt mir gar nicht. Kniet nieder. Oh, oha. Oh. Warum haben die alle die Karten von, das? Okay, es ist zufällig. Und dann immer ein... Ich glaube, die wird... Ja, die wird echt... Oh. Fies mit diesem Feuerregen. Das ist wirklich... Hexer ist das... Verdammt! Verdammte Hacke! Oh, Schiete! Das ist echt ärgerlich. Die Verdammten stehen bereit. Verleiht einem zufälligen Freund. Oh. 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 Aua. Boah, jetzt muss ich aber was raushauen. Scheiße, Mann. Okay, das ist schon mal. Folgt mir. Vernichtet benachbarte Diener. Ah, Todesrecht. Au, oh, verdammt. Okay, jetzt muss ich was machen. Jetzt muss ich was machen. Spiele ich den Spott? Spiele ich den hier und vertöte? Die Wahrheit ist mein Schild. Das ist Todesrecht. Kann ich jetzt natürlich nicht töten, leider. Oh! Oh nein! Ansturm. Todesfeuer fügt eurem Helden 3 Schaden. Ansturm! 1! Okay, das ist krass, das Todesstreitwort. Oh oh. Oh! Oh Leute, ich bin am Verlieren. Ich bin am Verlieren. Ich verliere. So, was ist hier, wenn ich den töte, ne? Dann vernichtet er die benachbarten Diener. Wäre aber geil, wenn ich den erstmal erledige. So, und jetzt vernichtet. Okay, er kann mich jetzt nicht. Das war aber gerade nochmal Glück hier. Nein! Nein! Okay. Euer Held hat plus 1 Angriff, wenn ihr am Zug seid. Gott! Verdammte. Ich muss noch eine Runde muss ich noch überleben. Eine einzige Runde, dann kann ich Lord Yaraxus spielen. Das bedeutet den auf jeden Fall weg. Ich habe versagt. Echt? Verdammt, ich hoffe natürlich nicht. Ich spiele jetzt natürlich noch alles raus, damit er nicht so viel Schaden macht. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's sehr gut aus. Ja, wunderbar. Ja!
Wow, und ich dachte schon, ich sterbe. Huh. So. Okay, das hat nochmal ganz, das ist ja nochmal gut gegangen hier, ne? Ich würde sagen, wir haben, ne, wir haben noch nicht gewonnen, leider. Schade. Okay, also, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt auf 18 drauf? Ich würde sagen, ja, komm. Hauen wir auf den drauf. Die Witwe umarmt mich. Die Witwe umarmt mich. Natürlich. Ja, ja, alles klar. Aber wieso hat euer euer Held hat plus 1 Angriff, wenn ihr am Zug seid? Ich hab den doch gerade gar nicht getötet. Ja, ich würde sagen, wir haben wieder gewonnen, ne? Aber sowas von. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Aber hallo. Ja, sehr schön. Dann haben wir die auch erledigt. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Klar, diese beiden hier muss man ja gar nicht erst angreifen, ne? Okay, wer kommt jetzt? Ist eine riesige Spinne. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lasst einen zufälligen feindlichen Diener auf die Hand eu... Nee. Wie bitte? Oh, das ist fies. Das... Krass. Das ist echt der Hammer. Aber bis jetzt hat es mit dem Morlock-Deck ja gut gehalten. Hätte nicht gedacht, dass wir jetzt noch gewinnen. Muss ich sagen. Gul'dan gegen Maxner. Maxner. Eure Seele wird mir okay, die kann wahrscheinlich nicht reden. Ist aber auch okay. Oh ja, das sieht doch gut aus. Hoffen wir mal, dass der hier gleich am Leben bleibt. So, wir sind dran. Wunderbar. Da bleibt uns leider nichts anderes übrig. Dank ihres Gifts werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erleiden. Wie jetzt? Sind wir vergiftet? Das war ein Nö, sind wir nicht. Alles ist gut. Aha. Was? Du vernichtest diesen Diener hier. Hm, okay. Von mir aus. Ich hab damit kein Problem. Das nerubische Ei. Das greifen wir auf jeden Fall nicht an. Das ist natürlich auch schlau, ne? So ein nerubisches Ei und dann sich selber vielleicht angreifen damit. Ne? Also vernichten. Au. Au. Ich glaube, ich werde... Ja. Ich glaube, ja. Zack. Erhält zu Beginn eures Zuges. Ah, zu Beginn eures... Ach, fuck, das ist der mit Verstohlenheit. Oh, 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 was haben wir hier? Fügt eurer Hand ein zufälliges Wildtier hinzu. Oh, das ist cool für einen Jäger. Das ist sogar eine neue Jägerkarte, sehe ich gerade. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir? Was machen wir? Wir vernichten den mal. Okay. Der greift bestimmt jetzt auch an damit. Zwei Speck. Ja. Ja, 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 ja. Sehr schön. So, dann greifen wir. Wow. Wirklich? Jetzt gerade gar nicht. Müssen wir. Ja doch, ich denke mal den hier. Und jetzt auf Glück hoffen, dass der den trifft. Ha! Ha! So muss es sein, ne? So muss es sein. Oh nein. Wie bezeichnet man einen Spieler, dessen Diener gerade eingesponnen wurde? Ja, ja, schön für dich. So, was ist das hier? Stellt zu Beginn eures Zuges das volle Leben dieses Dieners wieder hin. Wenn er den jetzt nicht tötet... Oh, verdammt! Was soll ich jetzt machen? Das kann man nicht gewinnen. Das geht gar nicht.
Hä? Oh! Das war schlau. Das muss ich ja ehrlich sagen. Das war jetzt echt schlau. Kacke. Und was mache ich jetzt? Noch eine Runde warten, weil der macht doch eh sein Netz. Scheiße. Ich warte eine Runde. Und dann schaue ich mal, was er macht. Hä? Ach so. Okay. So, was macht er jetzt? Greift er den an? Nein, er greift mich an. Ja, gut, dann bringt mir das leider nichts. Oh, ja, danke. Alles voller Einser. Wenn er nichts anderes kann. Lasst einen zufälligen befreundeten Diener auf eure Hand. Vier kostet. Verdammt. So langsam muss ich mal hier alles raus. Zack, weg ist er. Muss das sein? Ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal Yaraxus ziehen, weil sonst haben wir echt keine Möglichkeit, den noch irgendwie zu töten. Mann, das kann nicht wahr sein. Was machen wir hier? Das ist doch scheiße. Kein Morlock. Kein einziger Morlock. Muss das sein? Ah, doch, hier hätten wir einen. Aber das war ein bisschen... Okay, den hätte ich mal als erstes spielen. Mein Schild für Argus. Oh Mann, ich hasse dieses Schnetz. Ich hasse es wie die Pest. Vernichtet ihn und bedrängt ihn. Oh. Das ist natürlich echt fies, ne? Mit diesem Vernichten. So, was machen wir? Verdammt. Das ist doch alles scheiße. Die Wahrheit ist mein Schild. Oh nein, 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 nein. Das mache ich jetzt nicht. Okay. Oh, scheiße. Okay, das ist natürlich echt... Das ist echt krass, ne? Das ist wirklich krass. So, können wir... Oh, Alter, können wir jetzt auch mal langsam Yaraxus ziehen? Langsam wäre schon echt nice. So, wir töten auf jeden Fall jetzt erstmal ihn hier. Die lassen wir jetzt erstmal. Mal schauen, was er macht. Wäre natürlich doof, wenn er mich angreift. Oh! Hier ist Riese Mexnar. Diese Karte war nicht auf der Liste, die ich genehmigt hatte. Aha. Schön für dich. Ach, toll. Gott, was mache ich denn jetzt? Also jetzt wird es langsam echt... Ich brauche einen Spot. Leute, ich brauche einen Spot, sonst kriege ich die... Wenn ich den nicht down kriege, und den kriege ich nicht down. 2, 4, 6... Nee, den kriege ich nicht down. Scheiße. Ich bin tot, wenn ich... Nee, das, wie soll ich das jetzt machen? 2. Was macht der hier? Vernichten, ne? Lasst einen zuverlegen. Okay, passt auf. Wir töten den mal und schauen und hoffen, dass es dieser Meeresdieb ist. Ja, war mir nämlich klar, das war mir klar, weil das ist NPC, ne? Das, wat, warum sollte es nicht? Da töten wir den noch, zack. Zack.
Hä, der hat doch jetzt 10 gekostet. Lol. Achso, ich hab den jetzt auch. Okay. Ja, toll. Und 3. Ja, ich kann ihn wieder nicht töten. Aber ich kann dafür die anderen töten. Das machen wir auch mal. In die Bresche. Er zittert vor der Macht Sturmwinds. So, jetzt wäre er nächste Runde. Er wäre nächste Runde tot, wenn er nicht mir immer mein scheiß Viech immer zurückgibt. Mann, das kann nicht wahr sein. So, Lord Jaraxxus. 3, 4, 5. Verdammt. Ah. Machen wir Jaraxxus nächste Runde, weil dann hätten wir 8 und der Rest 3. Spott. Oh, dieses Viech, ne? Also, nee. So, das wird jetzt ein bisschen doof. Aber wir machen das mal. Ah, sehr schön. Also, zack. Ja, lohnt sich noch nicht wirklich, ne? Es lohnt sich wirklich noch nicht. Aber wir machen das jetzt mal. Und töten das Viech. So. Ich denke mal, wenn er jetzt keine gescheite Karte... Wow. Dieser kleine Sack. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ho, ho, wir haben gewonnen. Zack. 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 Na komm. Buja. Leute, mir ist aufgefallen, wir sind bis jetzt nicht ein einziges Mal gestorben. Ne? Also es scheint so, als ob unser Deck wirklich sehr gut ist. So, jetzt haben wir unsere Eier. Wir haben unsere Eier. Und, oh, der goldene Spott für unser Hexer. Das ist sehr schön. Das machen wir nachher, denn jetzt kommt die letzte Aufgabe. Der legendäre Maxner. Ach was? Wie? Das war's schon? Ach so, ich hab Maxner jetzt schon. Ach so. Klassenherausforderung freigeschaltet. Okay. Ach, das war's jetzt schon. Cool. Okay, das ist sehr schön. Jetzt wird mich natürlich interessieren, Herausforderung. Wird nach eurem Sieg im Normalmodus eine Klassenherausforderung freigeschaltet, erhaltet für jede gemeisterte Herausforderung eine Karte. Oh, cool. Lasst einen zufälligen befreundeten Diener auf eurer Hand zu. Oh, Leute, die Karten sind schwarz. Entweder bedeutet das, dass sie wirklich nur von dem Todesritter, der vielleicht freigeschaltet wird, zu benutzen sind. Oder dass sie einfach zeigen... Ne, Moment mal, Schurke. Das sind Schurkenkarten. Also das sind auf jeden Fall, das sind Druidenkarten. Vernichtet alle Diener und ruft für jeden einen Trend als Ersatz herbei. Das ist lustig. Ich glaube, das sind Schurkenkarten, Leute. Ja, das sind Schurkenkarten. Cool. Das heißt, wir müssen jetzt... Ah, wir müssten mit Valera gegen Maxner spielen und einmal mit dem Druide gegen... Die Feuerflamme hier. Oh. Ich freue mich dann schon auf den Hexer. Was da kommen wird, mal sehen. Und dann gibt es jetzt noch den heroischen Modus. Achtung, der heroische Modus ist nichts für zart beseitete. Betreten auf eigene Gefahr. Okay, die bringen jetzt aber keine Karten mehr. Ach, natürlich. 0 Mana. Mhm, okay, alles klar. Ach, nur 1 Mana. Und hier 2, ne? Ja, nee, ist klar. Beschwört ein Neruba 4-4 für 2 Mana. Mhm. Für jede in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab, ja, und lasst einen zufälligen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners. Ja, na klar.
Ja, das ist wirklich heroisch. Dafür trotzdem, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es dann heißt Nax Ramas, oder ich glaube nur eine Woche, weil morgen ist erst Mittwoch. Es ist jetzt schon freigeschaltet. Und ja, ab Woche 2 offen. Also nächste Woche, ab Woche 2, klar, nicht in 2 Wochen, sondern ab Woche 2. Würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wo es dann heißt, ab ins Seuchenviertel. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!